Ach, hier, die Flasche haben wir noch. Da brauchen wir bestimmt einen Eispickel für, um das aufzumachen, da. Und den Korken rauszuziehen. Hm. Was wir jetzt brauchen, ist irgendeine Möglichkeit, Feuer zu machen, ne? Du hast eine Lampe, aber da kommst du nicht dran, ne? Nee. Ah, warte mal. Warte mal. Hatten wir hier nicht eine offene Fackel? Wo der Dämon rausgesprungen ist? Mhm. Manchmal stehen wir schon so ein bisschen auf dem Schlauch, ne? Naja, das Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. So, es werde Licht. Ui! Na, und jetzt? Ui, was ist das? Ist das Blut? Ist das der Waldi? Nein, da liegt ja draußen eine Nöte. So, kann ich jetzt den Hut mitnehmen? Auf jeden Fall kannst du gucken. Wir haben unsere Lieblingsgedichte an die Wand geschrieben. Was war das? Ich hasse dich. Wer schreibt so etwas? Ich. Ja, das Bild, das er zerkratzt. Ich. Es dauerte einen ganzen Sommer, dieses Porträt von Luise anzufertigen. Wie konnte jemand es nur beschädigen? Ah, Termiten? Wirklich. Bestimmtes Glas mit Terminen hier stehen. Und die können Holz kaputt machen. Also, die... Alter, die war schon nicht in der Lage, sich um ihr Baumhaus zu kümmern, ja? Und dann ist sie in so ein riesen Anwesen gezogen. Hier ist noch ein Versteck. Ui. Hier ist noch Kiste. Ist eine seltsame Holztruhe. Ich weiß nicht, wie man sie öffnen kann, aber ich muss herausfinden, was darin ist. Ich muss einen Weg finden, den Deckel zu zerstören. Ich sollte das Holz vorsichtig entfernen. Also brauchen wir hier die Termiten, ja? Ja. Vorsichtig fährt der Miete. Die brauchen da eine Stunde. Gut, aber vorher gucken wir uns noch das Versteck an. Mit dem Löwen. Das Schloss ist verrostet. Dieses Anwesen hat schon bessere Tage gesehen. Den Spruch haben wir schon öfter gehört. Anwesen, ja? Dieses Anwesen hier. Geht links die Musik noch? Nee, auch nicht. Den Rost entferne, kann ich die Schrauben lösen. Ach du Scheiße. Links die Musik? Nee. Ich würde sagen, wir holen erstmal die Termiten. Ich finde das erschreckend, wie sehr ich in dieser Wimmelbildlogik schon drin bin. Ja, weißt du, das sind so Sachen... Na, ich sag's nicht. Guck mal, wie die arbeitet. Läuft. Eine Säge! Guck mal an! Mehr ging nicht. Das war's. Für eine scheiß Säge haben wir diesen Mist gemacht. Der Steck leuchtet jetzt eben. So, ja, wir holen uns erstmal jetzt den Stock aus der Kirche. Hier die helle Bade. Ich sag doch, dass wir einen Stock kriegen. Und damit können wir ja... falscher Weg. Damit können wir ja auch jetzt hier... das Amulett holen. Etwas lang. Geht nicht? Geht nicht. Okay. Das irgendwie kombinieren? Versuch es besser. Hm. Dann hier vielleicht? Nein. Nein. Was machen wir denn dann jetzt mit dem Stock? Ich hätte echt gedacht, dass das funktioniert. Oder müssen wir da erst einen Haken oder sowas noch drum binden? Ja. Gut, was haben wir hier noch? Das Versteck leuchtet. Ja, hier kommen wir ja auch nicht weiter. Der Machete funktioniert nicht. Das Mosaikstück können wir da auch nicht einsetzen. Der Becher will auch nicht. An die Lampe komme ich nicht mehr dran. Das hatten wir schon versucht, ne? Öl aus der Lampe abfüllen in den Becher. Na, scheiße. Ist das... Weiter ist hier nichts. Mal einen Tipp benutzen, oder? Nee, wir gehen weiter. Wir haben immer das Kaminfeuer nicht ausgerichtet. Ja, wir sind ja auch gerade in der Erinnerung. Wir können ja ins Haus im Moment nicht zurück. Aber was machen wir mit dem Stock? Da dran. Genau. Schön gemacht. Jetzt haben wir einen Eispickel. Jetzt kriegen wir auch das Ding mit auf da unten.
Das geht immer noch nicht. Nein, die Klappe unten da vor dem Wasser. Ja, ja, ich. Eins nach dem anderen. Oh, und der Eispickel ist weg, natürlich. Natürlich ist er weg. Ja. Was machen wir denn jetzt mit dem Rubin? Da war der irgendwo, wo einer fehlte. Luisas Armband. Genau. Genau, da passt. Ich weiß zwar nicht, wieso der Rubin für Luisas Armband in dem Brunnen versteckt ist da. Also, guck mal. Und wir nehmen die Hand mit. Nee, doch nicht. Ja. Der Handschuh. Was machen wir jetzt mit dem Handschuh? Das ist das Teil von Luisa. Für den Hund. Haben, der Köter. Ja. Leute, wie machen wir uns denn bisher? Eigentlich ganz gut, oder? So. Da was zu spielen. So. Ach du Scheiße. Du. Ja, das ist definitiv Luisas Hund. Oh Gott, das ist ja so eine richtige Messi-Familie, oder? Das ist so Knickel. Ach du Scheiße, na gut. Eine Katze ist hier irgendwo in der Hundehütte. Bei dem blutrünstigen Hund haben wir irgendwo eine Katze sitzen. Ja, das macht Sinn. Die spielen gern mit sowas. Da so. Ist die Katze. Eine Kette. Da ist das Schloss. Ein Korkenzieher. Das ist bestimmt der Gegenstand, den wir kriegen. Kette oben links, geht das? Ja. Tatsache, hier wäre ein Schlüssel. Ein Storch? Da. Vor draußen vor der Tür. Den Korkenzieher, da genau ist in der Mitte. Der Mond, der Korkenzieher. In der Mitte, den kriegen wir bestimmt dann. Ja, ja, da gehe ich auch von aus. Hier unten ist der Knochen. Ein Pfeil. Da ist der Kürbis. Hier ist die Hand. 2301, das habe ich doch eben auch schon irgendwo gesehen. In der Mitte unten. Genau. So. Richtig klicken. So, wo ist jetzt dieser dämliche Pfeil? Pfeil. Ist das jetzt so ein Pfeil für Pfeil und Bogen oder so ein gezeichneter Pfeil, der auf irgendwas hinweist? Das wird nicht ein Cursor sein. Das wäre ja auch zu einfach. Vor allem, wie soll ich denn da drauf klicken? Da hätte er rein können. Axt sehe ich da. Ich sehe so ein paar Sachen, die ich gerne mitnehmen würde. Ja. Also in der Mitte ist auch kein Köcher, ne? Nee. Das längliche Teil. Wo ist der Pfeil? Bestimmt wieder versteckt in der Ecke. Oder ganz groß vor uns. Lass mal ein bisschen in der Gegend rumklicken, vielleicht findet man ja per Zufall irgendwas. Oder hier an der Seite im Kissen versteckt? Nee. Ich guck mal mit auf den großen Bildschirm. Dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Das hier ist er ja nicht, da habe ich schon dreimal drauf geklickt. Das ist eine Feder am Hut, oder? Ja, und was ist an Pfeilen auch dran? Federn. Nein. Wohl. Sind doch keine Hühner dran. Sonst wären es ja Bolzen. Scheiße, wo ist dieser Pfeil? Da. Ja, sorge mal. Das ist fies, ey. Wir versteckten den so. Jetzt können wir, jetzt können wir die Flaschenpost holen. Ja. Tschüss, Wauzi. Jetzt haben wir den auch gleich nebenbei noch mit erledigt. Den Wauzi. Ich bin ja mal gespannt. Plop. Plump. Ah! Wer Bier verschenkt, wird aufgehängt. Was tust du? In der Flasche war Öl, das in die Lücke zwischen die Steine geflossen ist. Dann nehmen wir gleich mal was mit. Da kriegen wir bestimmt den Rost mit weg. So, hieß es jetzt nicht irgendwie, da wäre eine Nachricht drin? Das ignorieren wir jetzt komplett, ja? Ich kann damit nichts mehr machen. Ich weiß es nicht. Im Buch was? Ach ja, ich habe ja noch. Nee. In dieses Tagebuch denke ich immer nicht. Wo war denn das jetzt? Das war hier oben, ne? Oh. Mmh.
Hier brauchen wir jetzt das Mosaikteil, oder? So. Ordne die Teile an den richtigen Stellen an, um das Bild wiederherzustellen. Klicke mit der rechten Maustaste, um sie zu drehen. Hey, du bist ja nicht im Flugzeug. Jetzt schon klar. Oh Gott. Da sind wieder weiße Dings dran, der Streifen. Weiße Streifen, weiß man wieder, ja, wo es ungefähr hingehört. Auf jeden Fall am Rand. Ich würde sogar sagen, hier oben irgendwo, oder? Ich kann nicht erkennen, was ist, oder? Nee, ist das könnte nicht auch hier unten sein. Ist das nicht ein Gesicht? Mach mal. Ich meine, hier ist auch ein Rand dran, aber ein schwarzer. Mach mal links rum, das eine da, was wir hinterten. Ah, hier, das sitzt schon mal. Also rechts ist ein schwarzer Rand. Okay. Und unten wahrscheinlich, ja. Ah, das ist die Ecke. Okay, dann ist das bestimmt die andere Ecke. Ja, das geht da rein. Das passt da. Ach ja, das passt hier rein. Ich bin auf das Bild gespannt. Das geht so einfach. So, da ist die Ecke. Es fehlt ja nur noch eine Ecke. Da ist irgendwo noch drei Teile. Aber keins für die Ecke. Da ist die Ecke. Das ist nicht die Ecke. Doch. Das ist die Ecke. Ja, komisches Bild. So ein Wimmelbild. Oh. Wenn es denn mal so wäre. Wenn es denn so wäre. Der da. Achso, hier ist ja noch ein Teil. Das habe ich gesucht eben. So, hier ist Rand. War noch mehr Rand. Hier. Hey. Da. Zack. So, und jetzt brauchen wir nur noch die Mitte auszufüllen. Ich will nur noch rechts. Du hörst nur noch rechts. So besser? Jetzt ist es besser. Jetzt hat er es besser. Ja, die Technik, die ärgert uns hier heute ein bisschen. Wir sind ja froh, dass es überhaupt funktioniert hat hier. Der Aufnehmerei. Oh, ein Tipp. Im Versteck ist ein Wimmelbild. Mach hin. Ist auch schön, Rätsel zu lösen, damit wir das Rätsel lösen dürfen. Genau. Schon wieder eine Katze. Hier oben links, ne? Da ist der Kaffeesee aus. Die wird gleich gesucht. Scheiße. Ein Schaf. Ein Schaf. Ein Marienkäfer. Ein Schaf? Was? Hier ist ein rammelnder Bär. Den will aber keiner haben. Mein Gott. Eine Sicherheitsnadel. Ein Saphir. Was ist denn ein Saphir? Da ist so viel Zeug drin, oder? Ein Saphir, hier ist das Herz. Das wimmelt ja nur so. Klick mal wieder ein bisschen Schlange vorne. Oder? Ist das die Schlange? Da runter. Dieses hier? Ja. Ja, das ist die Schlange. Da ist der Haken. Den kriegen wir bestimmt. Der ist für die Statue. Weißt du Bescheid? Hier ist die Sicherheitsnadel, oder? Nee, doch nicht. Ein Dreizack haben wir da noch. Was ist das denn? Ein Dreizack. Hier unten ist der Drache. Wo ist denn der Dreizack? Da, auf der Tasse ist er drauf. Dann brauchen wir noch einen Ring, einen Boomerang, das doofe Schaf und die Sicherheitsnadel. Wie nennt man Boomerang, der nicht zurückkommt? Stock. Okay, den hatte ich schon mal erzählt, ne? Nicht nur einmal. Nicht nur einmal. Ich gucke schon immer, ob das Schaf vielleicht auf irgendwelchen Bildern drauf ist. Herzlich. Da ist die Sicherheitsnadel. Das war ja räudig. Das war ein Zufallsklick. Ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen. 20 Mark. Da. Das Pferd ist leider kein Schaf. Wolle sehe ich. Oh, ist jetzt noch hier. Oh Gott. Hilfe. Schaf ist in der Mitte auf dem Medaillon. Tatsache. Ein Brummelschaf. So, jetzt haben wir noch einen Ring. Einen Stock. Ring und Boomerang. So ein Boomerang, der ist ja jetzt nicht so klein, den sollte man ja theoretisch irgendwo sehen können, ne? Ist bestimmt wieder auf den Rand drauf genagelt irgendwo. Ich meine, so ein Ring ist ja
durchaus schon mal so ein bisschen kleiner. Also aber den finde ich zuerst. Also wenn man will, dann ist ab und zu auch mal die Wahrnehmung geändert, weil der Bumerang ist linkes über dem Pferd. Oh, Tatsache. Und wir haben den Haken. So allmählich lichtet sich auch unser Inventar hier. Da siehst du. Bing. So, aber es bringt uns ja nicht wirklich weiter, weil das ist ja Teil 1 von 2. Richtig, der Mönch hat noch einen. Ach, warte mal. Wir schleppen ja jetzt seit Äonen hier dieses Medaillon mit uns rum. Ach du meine Güte. Ja. Ist mir eben schon spontan gekommen, der Gedanke. Weil siehst du vorhin, der wäre irgendwie traurig wegen irgendwas. Kurz ins Tagebuch gucken. Ja, dann können wir jetzt an den Ring, dann haben wir die Erinnerung fertig, ne? Das heißt, die Machete nehmen wir mit, ja? Und den Ring. Ich höre den Dämon kommen. Ui. Welch ein umwerfender Ring! Vielleicht ist es das Portal zur nächsten Erinnerung. Der Diamant ist schön und hart. Er lässt mich verborgene Dinge sehen. Warum hilft er uns eigentlich? Vielleicht meint er, dass er wieder ein bisschen mehr Speck auf Rippen kriegt. So. Moin, sind wir wieder im Schlafzimmer. Mit dem Diamantring in der Hand. Jetzt können wir hier irgendwie weitermachen, aber wie? Da brauchen wir die Rose. Die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Hier ist auch zu, da brauchen wir ein komisches Kreuz. Ja. Tagebuch haben wir. Wo gehen wir mal zurück. Das war auch immer noch nicht. Gibt es ein L als ersten Buchstaben? Oder ist die Lösung vielleicht Luisa? Nee, gibt's nicht. Wie heißt sie? Wie heißen wir? Nee. Haben wir überhaupt einen Namen? Mi. Stand vorhin am Baum. So, ein Klavier, Klavier. Brauchen wir immer noch diesen. Die Note. Den Kamin kriegen wir auch nicht aus. Da haben wir unseren Becher nicht mehr. Gebechert wird später. Das wäre jetzt auch gefährlich mit dem Becher. Oh, warte mal, wir haben die Machete noch. Ui. Alter, guck dir bitte mal den Kronleuchter an. Ui, der ist schick, den will ich auch. Die Putze hat Urlaub. Der bewegt sich. Krass. Der Kronleuchter hängt zu hoch, ich komme nicht an ihn heran. Okay. Hier ist eine geschlossene Tür. Nein. Oh. Alter, ich krieg hier... Guck dir das an, das ist ein ganz normales, stinknormales Schloss. So mit Schlüssel und so, zum Reinstecken und Umdrehen. Aber ist zugeschlossen, ja? Ja. Der Schlüssel fehlt schon seit geraumer Zeit, natürlich. Ich weiß, wo der Schlüssel ist, der liegt draußen im ersten Wimmelbild. Den dürfen wir nur nicht mitnehmen. Fängt die Scheiße schon wieder an. Hier ist eine Nische. Der Spiegel ist verschmutzt. Ich sollte den Staub und die Spinnenweben entfernen. Das denke ich mir schon, seit wir dieses Haus betreten haben. So, der Staub und die Spinnenweben entfernt. Oh. Die Spinnenweben. So, hier haben wir, was ist denn das? Eine Schaufel. Also, da müssen wir draußen irgendwas machen, bestimmt. Ja, Hundplatton. Oder wir gehen ins Obergeschoss. Ach, der Schreck. Jetzt Machete. Haben wir natürlich die Machete nicht mehr. Ja, siehst du. Die Polizei hat den Durchgang abgesperrt. Ich muss das Absperrband durchschneiden, um voranzukommen. Weißt du, da reibt uns das Spiel auch noch ins Gesicht. Das ist räudig. So was macht man einfach nicht. Das macht man nicht. Da können wir unter durchkriegen. Aber da steht eine Leiter. Ach, guck mal, was wir hier haben. Da stand eine Leiter. Siehst du? Ja, aber... Für einen Kronleuchter. Ah, stimmt. Hier ist ein Aquarium. Eine Schatztruhe. Was ist kräftig genug, um Glas zu zerschneiden, unser Diamantring? Das Wasser des Aquariums ist schon lange vertrocknet. Nur einige Korallen und eine Piratentruhe sind noch da. Ich erinnere mich noch, wie Vater die kleinen Figuren dafür bemalte. Das war, bevor er sich veränderte. So, machen wir hier gleich mal auf. Denn genau so funktioniert das. Genau.
Die Truhe ist verschlossen. Jemand muss die drei Kacheln entfernt haben. Hier unten Kachel plus Kachel plus Kachel gleich 15. Das ist ein Rätsel, das kenne ich, das Rätsel. Muss in jeder Richtung müssen die... Ein Sudoku. Die Zahlen dann 15 ergeben. Ist das beim Sudoku auch so? Nein, nicht ganz, aber es gibt auch Sudokus, wo das so ist. Heißen die denn dann auch Sudoku? Nö. Die heißen dann Zahlen in einer Reihe gleich sein. So, dann gucken wir uns mal den Kronleuchter. Natürlich, das ist die erste Zahl. Klar. Ja, wo sonst? Ja. Vielleicht unter dem Teppich noch wäre eine Alternative, aber... Wie auch auf dem Tisch sonst, liegen wir hier. Nee, auch nicht. So. Nee, Quatsch. Das hier. Bling. Oh nein.